Wir leben noch. Zu dritt. Mit dieser einer Hülle. Mal gucken, wie weit wir es jetzt schaffen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Faster Gen Diet. Könnten wir es eigentlich auch nennen. Unserem Schiff geht's relativ gut. Dann weiter. Was war das hier, der Untergang? Ein Raketenwerfer, natürlich. Und ein Dreierschild. Gut, dann hacken wir deren Waffen und hoffen, dass wir schnellstmöglich mit dem Speerstrahlen mit den 5 Schüssen durchkommen. Also so wie beim letzten Kampf. Hier treiben die verformten Wracks zahlreicher Schiffe. Zwischen den Trümmern scheinen Lichter aufzuflackern. Dann schießt ein Rebellenaufklärer zwischen den Wracks hervor. Hätte vielleicht statt Krankenstation aufbessern, lieber den Antrieb aufbessern sollen. Krankenstation, Klonstation. Okay. Zwei schwere Laser. Zwei unterschiedliche. Ein Zweier und einer Schuss. Na, toll. Das ist ein großer Raketenwerfer. Ich hätte das vielleicht anders machen sollen. Wobei, der lädt schnell. Nee, es war schon richtig. Mein Gedanke war jetzt ab aufs Schutzsystem und dann die 5 Schüsse gleich auf die Waffen, aber der lädt schnell. Zum Glück habe ich nicht so gemacht, weil dann hätten wir uns wieder auf den Antrieb vertrauen müssen. Meinetwegen kann auch noch der Zweierschuss schwerer Laser schießen, aber der Raketenwerfer ist ganz schön nah dran. Darf er einmal schießen. Was? Durfte noch zweimal schießen. Naja, aber das wollte ich ja. So. Gucken, wie gut der ausweicht. Bisher noch gar nicht. Etwas zu lang gewartet. Dicke Raketenwerfer ist noch da. Also wir müssen jetzt hoffen, dass die Leute beim Antrieb, beim Ausweichen, ihre Arbeit wieder gut machen. Unfassbar gut. Die Rakete schießt nun mal nicht so schnell. Nein! Zieh doch mal kurz den Raketenwerfer ab. Ich fasse es nicht, du blöder Arsch. Okay, hoffen, dass das Ding vorbeifliegt. In fast ein... Wir haben kein Drittel ausweichen. Ich bin gespannt. Los, lass mir es laufen. Okay. 2701 Punkt. Das war's mit dem DRS 9626. Mit dem ersten Landungsschiff lief es ja ganz gut, weil wir auch die Lanze hatten. Und das Landungsschiff ist ja sowieso in Sachen Angriff ganz gut. Soll ich jetzt vielleicht mal was grundlegend anders machen? Vielleicht mehr auf Verteidigung setzen, weil Hacking und Waffen ja erstmal gar nicht so verkehrt sind? Okay, die 27. Wir haben Sophia, wir haben... Was ist das denn für ein Name? Hab schon lange nicht mehr umbenannt. Mir fällt aber gerade was ein. Wir haben Sophia. Wir haben zwei Lanios. Der eine heißt Will und der andere heißt Smith. Also starten wir den Independence Day bloß auf anderer Seite. Okay. Sektor 8 erreichen. Die ganze Zeit alle Räume aufmachen, die wir nicht brauchen? Nee. Ich will es erstmal so schaffen. Ich will ganz gerne noch das andere Lanius-Schiff sehen, aber erstmal will ich es so schaffen. 600 Schrott sparen. Ach Mann, das ist doch bescheuert. Okay, aktiviert nochmal. Benannt und dann. Benannt und benannt. Benannt und benannt. Und los geht's. Daten an Bord.
Flatter, flatter, der erste Punkt ist nicht aussuchbar. Naja. Bei deiner Ankunft gibt es mehrere Warnmeldungen. Der automatisierte Aufklärer der Rebellen hat über einen Satelliten ein Virus in dein Schildsystem eingeschleust. Ohne Schildsystem? Hoffentlich macht er keine weiteren Probleme, bevor du ihn zerstören kannst. Laserstrahl, wir brauchen ein Schild. Kommt auch so durch. Dein Hacking-System stoppt den digitalen Angriff sofort und du näherst dich, um das Schiff zu bekämpfen. Kein Hacking, aber noch ein Drohnenteil. Gut. Dann wollen wir mal laden. Einer Schuss und ein Laserstrahl. Er kann also Schaden machen. Ich werde mir zuerst wieder ein Zweierschild holen, das ist unabdingbar. Und dann setze ich vielleicht erstmal vermehrt auf den Antrieb. Wenn ich zwischendurch eine Lanze bekomme, kann ich ja einmal... Nee, es geht nicht. Laserkanone weg, Unbetäuber und Lanze. Ich kann mir den Schild dann weglocken. Hacken. Hacklocken. Na, mal gucken. Erstmal kann der Laserstrahl keinen Schaden machen. Verfehlt, aber wir müssen so oder so schießen. Gut, schwere Laser weg und der Strahl kommt noch nicht. Also der erste Kampf läuft schon mal ohne Höllenschaden ab, das ist gut. Hä? Hat aber lange gebraucht. Nein, das ist noch nicht. Die Laserkanone ist zu langsam. Noch. Super. Der hat drei Balken beim Schildsystem, der Arsch. Man kann ja gut ausweichen. Aber solange der keine Waffen hat, ist es ein gutes Schusstraining. Für wer ist jetzt eigentlich bei den Waffen? Der Will. Verfehlt auch noch. Jetzt wird's aber langsam interessant, weil die Waffen bestimmt gleich wieder kommen. Ja, jetzt kann ich mal ausweichen. Dann stirbt er jetzt. Und wir halten zwei Raketen, Drohnenteil und 12 Schrott. Wobei die vorrangig anzuhaben, falls man die irgendwie, bevor es mit dem Kampf losgeht oder mit einem Ereignis, kann nicht schaden. Vielleicht. Mal gucken. Was mit dem Nebel eigentlich? Der Nebel stört die Flotte. Okay, dann sollten wir uns vielleicht nach unten hangeln, um mehr Punkte mitzunehmen. Also auf dem schnellsten Weg, weil das dauert schon ein Stück. Dann können wir immer noch hier sagen, komm, wir gehen den entgegen, beziehungsweise wir gehen eher so und dann raus. Aber wie komme ich in den Nebel? Okay, ich muss den ansteuern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ein halb so viel. Erstmal muss ich sowieso dahin. In einer Schulter. Du entdeckst ein automatisiertes Schiff der Rebellen. Es greift nicht an, sondern scheint um eine Station mit weitreichenden Sensoren zu patrouillieren. Das automatisierte Schiff angreifen, um die Sensorstation zu erreichen. Ja, das machen wir. Zwei Schusswaffen, also zweier Schuss schwerer Laser. Wenn er durchkommt, dann gute Nacht. Wenn da nichts verfehlt, dann wird's eng. Gut, geht schon mal gut los. Der ist der Durchlauf, der kann auch passen. Jawoll, das läuft. Der repariert ja so langsam. Gucken, ob der Kampf schneller vorbeigeht. Jeder Schuss soll ein Treffer sein. Super. Jetzt hat er schon zwei rote Systeme. Als nächstes geht's aufs Schildsystem und jeder Schuss ist ein Treffer, also ist das ein Untergang. Gut, läuft bisher. Nummer 27. So wenig?
Du greifst auf die neuesten Scans der unbewachten Station zu. Deine Karte wurde mit Details aus der näheren Umgebung aktualisiert. Das ist nicht schlecht, denn wir sind ja noch recht frisch in diesem Sektor. 7-mal Schrott. Noch dazu. Oh, ist aber viel los. Da wären jeweils Läden. Das ist schon mal nicht schlecht, auch wenn ich schnell einen Zweier schalten möchte. Aber dann kann ich mich ja darauf vorbereiten. Oh, und da ist ein Ionensturm. Da ist also Strom sammeln und zweiter Schildpunkt und genügend für den Laden beisammen behalten. Na, das kann was werden. Hallo! Wir haben es mit unserem letzten FTL-Treibstoff gerade bis zu dieser Station geschafft. Er muss das Wrack in der Nähe meinen. Aber der Krieg scheint auch diesen Sektor schon erfasst zu haben. Jetzt sitzen wir hier fest. Ihnen Treibstoff geben 3-mal oder sagen tschüss, viel Glück ohne Treibstoff. Wir haben gerade 13 Treibstoff, also geben wir 3 ab. Geben und die verbessern unseren Reaktor. Geht. Reaktorverbesserung kostet 20 und Treibstoff kostet 9. Danke, vielleicht kann unser Techniker als Bezahlung versuchen, die Reaktorleistung ihres Schiffs zu verbessern. Ja, hat er geschafft. Vom Laden nochmal Schrott sammeln könnte nicht schaden. Wirkliches Schiff. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Wird nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ein einer Schild, der noch gar nicht kämpfen will. Du entdeckst einen Rebellenaufklärer bei einem Angriff auf einen kleinen Treibstoffaußenposten. Seine Waffen sind geladen, aber er schießt noch nicht. Keine besonderen Systeme, er hat eine Bombe und einen vielleicht Zweierschuss? Ist auf jeden Fall kein Dreierschuss. Eingreifen und den Außenposten verteidigen. Da winkt eine doppelte Belohnung. Die Rebellen antworten auf deine Drohung. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber niemand stellt sich der Rebellenflotte in den Weg. Das Schiff macht sich kampfbereit. Das Ausrufezeichen habe ich an der falschen Stelle platziert. Hey, das ist doch bloß ein einer Schuss. Dann macht bloß die Bombe. Nee, zwei Schuss. Ärger. Schildsystem. Das Ding schießt zuerst. Okay, wenn er eh geschossen hat, dann warte ich ab. Hoffentlich trifft er unsere Waffen nicht. Cockpit ist auch nicht gut, dann trifft die Bombe auch. Bitte in den leeren Raum. Das war nicht ganz so leer. Blöder Arsch. Jetzt geht der Höllenschaden los. Klonstation im Eimer. Solange keiner stirbt. Der Wolf war bei den Waffen. Hacken können wir noch nicht, aber das warte ich definitiv ab. Ah ja, Türen verbessern, da war ja was. Mist, das kostet ja auch noch Schrott. Schild im Eimer, jetzt wird's aber kriminell. Die Bombe wollte gerade. Ging gerade noch gut. So, Sophia braucht bald Sauerstoff. Die können ja gerade eh nicht so viel machen. Ich zieh mal ab. Es geht am Ende noch schief. Ich will jetzt nicht schon zu zweit sein. Wir könnten hacken. Ich meine, ja, warum nicht? Sonst wäre es ja drohende Verschwendung. So, kann ich das Cockpit gleich betäuben?
Und dann auf das Schildsystem schießen. Und da ist auch noch ein Feuerchen. Ja, wunderbar. Was? Kann nicht bei uns sein, wir haben ja kein Feuer. Das Schildsystem ist komplett ausgefallen. Nein, Bombe ist nicht. Kein Bock auf den Mist. Gut, dann haben wir jetzt gewonnen. Du machst das mal ganz. Hey, da ist gerade jemand gestorben, ne? Und jetzt ist auch der Rest gestorben. Wir bekommen zweimal Treibstoff drunter und 13 Schrott. Und der Außenposten ruft dich. Dieser aufgeblasenen Bastarde. Gisgrasado, würde ich auch schon sagen, wollten nicht zahlen. Nur weil sie der Föderation, weil sie die Föderation besiegt haben. Das hier ist für ihre Hilfe. 57 Schrott klingt gut. Wir spannen aber weiter für den Laden. Vielleicht gibt es da was ganz, ganz Tolles, auch wenn ich die Türen bald gebrauchen könnte. Bevor wir springen, warten wir ab. Da muss jemand noch runter. Und auch. Genau, weil bei den Waffen. Bei den Waffen geht das echt immer schnell, das Vorankommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnte klappen. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Nach einer kurzen Zeit erhältst du eine Nachricht. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht, aber ich suche nach einer Eskorte in ein benachbartes System. Die Region ist ziemlich gefährlich und unser Schiff ist nicht gut bewaffnet. Annehmen, ablehnen, verschicken die uns in eine Falle, aber einmal Treibstoff, das riskieren wir. Bitteschön, wunderbar, hier nehmen Sie den Treibstoff als Anzahlung. Wir bleiben einen Schritt hinter Ihnen und folgen. Achso, die haben uns ja einen Treibstoff geboten. Ich habe jetzt nicht einen Treibstoff abgegeben. Ich dödel. Ich wollte schon sagen, wir geben einmal Treibstoff ab, dann geben die uns einmal Treibstoff. Das wäre zu blöd. Wir bleiben einen Schritt hinter Ihnen und folgen Ihnen Ihren Sprungsignaturen. Wir wollen ja nichts riskieren, oder? Okay. Na, der Auftrag liegt schon irgendwie auf dem Weg. 1, 2, 3, 4, 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das geht. Ich bin optimistisch. Ja, kaum Schrott, aber zum Laden. Ja, super. Es gibt nur ein anderes Schiff an diesem Signalpunkt und das ist schwer beschädigt. Du hältst eine Nachricht auf deiner Konsole. Ich grüße Sie, Reisender. Wir wurden von einem Haufen Piraten überfallen und sind nun gezwungen, unsere verbliebene Ausrüstung zu verkaufen, um die benötigten Vorräte für unseren Heimweg besorgen zu können. Was sagen Sie dazu? Bisher noch nicht so toll. Drohnenbergungsarm. Oh, Höhlenlaser 2. Dreierschuss. Das ist zu viel. Ionhammer schießt alle 13 Sekunden. Zweier Ionschaden. Nee, die Waffen sind nicht übermäßig stark und ehe ich mir so einen Kompromiss kaufe. Wobei Ionhammer ist besser als Ionenschlag. Nee, es gibt einen Ionenschlag, Ionenschlag 2 und einen Ionhammer, ne? Und Ionenschlag 2 schießt alle 4 Sekunden. So war das, glaube ich. Aber nee, machen wir gar nichts. Wir geben hier 0,0 Schrott aus. Will ich auch mal ausprobieren, den Schildüberlader. 5 Stück davon und wir gehen ab. Störsender. Ich gucke mir das lieber nochmal an, aber nein. Reparieren müssen wir nicht. Also passt das. Wobei irgendwie passt es ja nicht, denn wir haben diesen Laden angesteuert, aber ich wollte ja sowieso durch den Nebel. Vielleicht kaufe ich mir hier extra Strom. Oder jetzt schon Antrieb? 10 und 15 heißt 25 und 40 Schrott. 65. Ich habe aber einmal Strom über. Mach mal. 25% ausreichen. Ab in den Nebel. Und nebenbei habe ich so auch mehr Strom für dann da oben. Oh, das ist ja ein geiles Angebot.
Es ist schwer zu erkennen, warum, aber das Signal ist offenbar eine Touristendestination. Eines der Schiffe an der kleinen Station bietet ein Geschäft an. Wir bekommen 9-mal Treibstoff und geben dafür bloß einen drunter her. 18 Schrott bekommen wir. 27, Entschuldigung. Und wir geben 8 Schrott weg. Ignorieren, hups, verdrückt, handeln. Super, es geht bisher gut los. Mal gucken, ob und wie ich was anders mache als bei den bisherigen beiden Durchläufen. Immer wenn ich tolle Waffen gesehen habe, habe ich die gekauft. Das kann ja auch nie schaden, vor allem wenn es Waffen sind, die man auf jeden Fall im Endkampf einsetzen kann. Und im ersten Durchlauf habe ich es auch mit dieser Taktik bis zum Endkampf geschafft, aber da wurden ja meine Waffen gehackt. Ich werde es einfach mal kritisch beobachten. Immer wenn wir Schrott haben, wo investiere ich? Im dritten Anlauf gebe ich da etwas mehr Zeit beim Überdenken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.